Ey yo, bei Teilnehmern wie dir und noch in Massen anderer. Könnte man fast meinen, Ramses ist wohl so ein Flaschensammler. Yo, ich glaub, ich mach es so wie Eskad Cook. Ich schmeiße diese Flasche, du wirkst nicht gerade böse wie ein Drache. Doch landet die Flasche auf dem Boden, ist sie ohne Zahn. Du hast doch schon Karottenhosen angezogen, als Baggies in Mode waren. Und jetzt bleibst du nur niveaulosen Bock, mir ist so flowlos. Doch ich feier deine Scheiße, voll Idioten gucken boxig. War ja wieder klar, dass ich den Spaß krieg. Klatsch ein paar Lines in den Takt, Digga. Hörst du wieder taktig? Klatsch, du willst ein paar Rapper hier zerreißen. Sag mir mal, wer glaubt dir das? Mann, du siehst eher aus wie der, der in der großen Pause freiwillig die Aufsicht macht. Und deshalb muss ich mich hier auch für diesen Bildleser nicht abschinden. Punch 1 sitzt und Brillengläser sind Kontaktlinsen. Es ist mir scheißegal, wie hart du dich gibst. Du bleibst immer der, der freiwillig die Tafel abwischt. Die Niederlage in dem Battle ist dir Spinner sicher, denn in deinen Augen sehe ich den beim Melden mit dem Fingerschnitzer. Selbst wenn du irgendwann mal Haus und Boot hast, wird man dir ganz sicher immer noch dein Pausenbrot ab. Nach dem Battle muss ich sicher hinter Gitter, denn reich ich den Scheiß hier ein, macht mich das offiziell zum Kinderficker. Wie viel als allererstes an dir dummen Pfeife auf? Du hast Prince P seinen Style geklaut, aber nicht weil du so klingst wie er. Du siehst nur aus wie jemand, der gern wie Prince P wär, der heute leider nur noch Hipster ist. Also reicht besser gar nicht ein, weil es hier keine Liebe gibt für dich. Du willst die Rapper hier mit Messern bewerfen. Er würde Senshi erst noch schaffen, hier der Beste zu werden. Ja, du kickst so harte Lines, doch alles fake und lügen. Denn bevor der Scheiß der Wahrheit gleicht, wird BCS einen Vertrag beim Major kriegen. Du hast meine Freundin abgecheckt. Alter, du solltest in deiner Liga bleiben. Du würdest dir weinend Liebeslieder schreiben, so wie Curse, nur halt nicht so krass gerappt. Und sie würde dich nur weinend stehen lassen mit der Frage, was ist jetzt? Denn das Opfer in dir sieht man sofort. Du warst sicher gut in Mathe und ne Niete im Sport. Also Vorsicht, dieses Spiel hier ist böse. Punch 2 sitzt, du bist Clarence, der schielende Löwe. Ich seh das Kind in dir, ganz egal wie hart du jetzt bist. Bleibst du immer der, der freiwillig die Tafel abwischt. Die Niederlage in dem Battle ist dir Spinner sicher, denn in deinen Augen seh ich den beim Melden mit dem Fingerschnitzer. Selbst wenn du irgendwann mal Haus und Boot hast, wird man dir ganz sicher immer noch dein Pausenbrot ab. Nach dem Battle muss ich sicher hinter Gitter, dann reich ich den Scheiß hier ein, macht mich das offiziell zum Kinderficker. Ey yo, der Name ETC, der passt zu dir. Du klingst halt wie jeder zweite dieser Affen hier. Du glaubst, du machst ne Riesenwelle, auch wenn man dich null pumpt. Doch nach dieser miesen Schelle hier ist deine Stimmung auf dem Nullpunkt. Und was soll ich jetzt noch sagen? Moment, kurzer Brainstorm. Alles klar, dann nehmen wir uns einfach deinen Track auf YouTube namens Money und Fame vor. Alter, ist das echt dein Ernst? Mann, was laberst du für einen Riesenschluss? Du bezeichnest dich als Bauern, den man, wenn er fertig werden soll, was investieren muss. Ja, das kann schon sein, doch Investoren sind nicht blöd, Digga. Niemand investiert im Push und du hast auch gesagt, wenn ich es mit dir aufnehmen kann, hast du den größeren Schwanz. Heißt das, wenn du hier gewinnst, wird dir eine Möse gepflanzt, hä? Du hast doch schon vor der Auslosung gezittert, wie in die Tribute von Panem. Bevor es gewittert, können Huren es ahnen. Glaub mir, jeder weiß, dass du nur Unsinn quatschst. Du übertriebener Depp, der rappt nur Lügen und Märchen. Denn wenn man seinen Punkt trifft, klatscht er sich ja niemanden weg, sondern fängt eher an mit Stühlen zu werfen. Manchmal ist das Leben eben so, flipp jetzt nicht aus, so wie Klaus Kinski. Erkenn es an, du bist gefickt, ich schmeiß dich haushoch hier raus. Der letzte Punch, du gehst gebückt, so wie die Gauchos nach Haus. Ich seh das Kind in dir, ganz egal wie hart du jetzt bist. Bleibst du immer der, der freiwillig die Tafel abwischt. Die Niederlage in dem Battle ist dir Spinner sicher, denn in deinen Augen seh ich den beim Melden mit dem Fingerschnitzer. Selbst wenn du irgendwann mal Haus und Boot hast, wird man dir ganz sicher immer noch dein Pausenbrot ab. Nach dem Battle muss ich sicher hinter Gitter, dann reich ich den Scheiß hier ein, macht mich das offiziell zum Kinderficker.